Heute zeige ich euch, wie man mit Strickrahmen Mützen häkeln kann. Ich mache das hier mit meiner Häkelnadel Nummer 3. Ihr könnt auch größere, dickere Nadeln nehmen. Ist kein Problem. Es gibt verschiedene Größen von diesen Rahmen. Ich habe mal so die mittlere Größe genommen, Kindergröße, und habe schon mal was vorbereitet. Das war auch mein erster Versuch. Ich habe festgestellt, dass mit einer normalen Acrylwolle das viel zu dünn geworden ist. Also wenn ihr normale Wolle nimmt, würde ich das doppelt legen, also Doppelfaden benutzen. Sonst hat das keinen Sinn, also es ist zu dünn. Man kann mit diesen Strickrahmen auch schöne Loop-Schals machen. Dann kann man den etwas breiteren nehmen und da kann man einen schönen Kinderloopschal machen oder einen Erwachsenenloopschal und halt tolle Beanie-Mützen. Ich wollte jetzt euch zeigen, wie man mit der Häkelnadel arbeiten kann, und zwar nehme ich den ganz kleinen Rahmen. Ich habe hier doppelt gelegten Faden mal diesmal und probiere das mal aus, wie es ist, wenn es ein bisschen dicker ist. Und zwar haben diese Rahmen hier vorne hier so ein Teil, was rausschaut. Da werdet ihr den Anfang machen. Und zwar machen wir einen Fadenring und eine Schlaufe und befestigen erstmal unsere Wolle da locker dran und fangen an, von vorne den Faden nach hinten zu ziehen und einmal an den Stäben drumherum zu wickeln. Also ganz einfach. Jetzt ist der Faden hinten, wir nehmen ihn nach vorne und wickeln ihn einmal um diese Stangen, nenne ich die jetzt mal, rum. Eigentlich ganz einfach. Das mache ich jetzt mit jeder einzelnen einmal drumherum. Nachher muss ich die auch noch mal runterdrücken. Also es ist eigentlich ganz einfach. Einmal rum und wir haben schon fast eine Reihe fertig. So, jetzt sind wir hier an der letzten, und wenn man das nicht fest genug hält, flupft einem das so raus. Also nochmal schön festhalten, nicht loslassen, locker lassen und den Faden nach vorne ziehen. Jetzt sind wir wieder hier am Ende angelangt. Wenn ihr da jetzt mit der anderen Hand, mit beiden Händen arbeiten wollt, könnt ihr das Ende hier nochmal dran wickeln und dann mit der Nadel nochmal alles runterdrücken, weil jetzt noch eine Reihe drauf gewickelt wird. So, jetzt macht ihr den Faden da wieder locker und fangt wieder an, den Faden nach hinten, und dann wickelt ihr von hinten nach vorne einmal um jedes Stäbchen drumherum. Wenn ihr zu locker lässt, fallen alle Schlaufen wieder ab. Also versuchen immer alles gut festzuhalten. Und wenn ihr das mal zur Seite legen wollt, einfach an dieses Teil, was hier so rausguckt, einmal drumherum wickeln. Jetzt sind wir wieder am Ende. Hier haben wir unseren Faden, den nehmen wir nach vorne. Den wickele ich jetzt hier drauf. Halte ihn aber nochmal mit der einen Hand fest, weil, wie ihr seht, es flutscht gleich wieder alles ab. So, mit der linken Hand halte ich es fest. Dann könnt ihr mit der Häkelnadel die erste Masche, die ihr habt, um das erste Stäbchen drumherum ziehen. Ich muss es jetzt nochmal lockerer machen.
Der Anfang war hier zu fest. So, jetzt ist es besser. Jetzt könnt ihr den Faden einmal um den anderen Faden drumherum ziehen. Das machen wir nochmal fest. Genau. Jetzt drückt ihr das Ganze ein bisschen runter und nehmt den nächsten. So entsteht sozusagen eine Reihe gestrickte Maschen mit der Häkelnadel. Beide drüber rumziehen. Einfach so, ich zeige es von der Seite, nach hinten. Ist eigentlich ganz einfach. Das macht er jetzt mit der ganzen Reihe und einmal runterdrücken, damit sie nicht abfallen. Es gibt auch spezielle Nadeln dafür, für diesen Strickrahmen. Den hatte ich jetzt in dem Set nicht dabei, deswegen dachte ich mir, ich mache das mit meinen Häkelnadeln. Das geht auch ganz gut. Die sind bearbeitet und die nicht. Das sieht man dann, ne? Dass die Reihe schon verarbeitet ist. Wenn ihr es mal zur Seite legen wollt, kann man das eigentlich ganz gut erkennen. Dann sind wir auch gleich wieder am Reihenende. So, das ist der letzte Faden. So, dann drücke ich wieder alles mit meiner Nadel runter. Ich brauche ja wieder Platz, um das drumherum zu wickeln. So, dann mache ich meinen Faden hier wieder locker, mache den nach hinten und wickel wieder meine erste Stange drumherum. Das mache ich wieder bis zum Schluss. Auf jeden einmal drumherum wickeln. Da sind wir wieder am Ende. Gleiches Schema, nach vorne ziehen, da umrum wickeln, noch mit der anderen Hand festhalten und wieder dasselbe Schema in die beiden Fäden hoch über die Stange drumherum bis zum Reihenende. Man sieht von innen schon, dass hier Maschen entstehen. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz gut erklärt. Wenn ihr das so weitermacht, könnt ihr die Maße selber am Kopf abmessen. Könnt ihr sogar an den Kopf messen, also dran machen und gucken, wie lang ihr die Mütze haben wollt. Und dann müsst ihr eigentlich ein Stück Faden, wir machen mal einen Meter Faden, schneiden wir mal ab und dann ketten wir das Ganze ab sozusagen. Und zwar ziehe ich den Faden, den ich hier jetzt abgeschnitten habe, durch jede Schlaufe durch. Könnt ihr auch mit einer Nadel machen, einfach mit der Nadel, Häkelnadel hochziehen, die Wolle nehmen und durch die Schlaufe durchziehen.
Das machen wir jetzt einzeln mit jeder Schlaufe. Dann ziehen wir das Ganze einmal zusammen und haben eine Mütze sozusagen. Der Faden ist mir jetzt zu lang. Ich schneide ihn noch ein bisschen kürzer. So. Schlaufe hochziehen, Faden durchziehen. Schlaufe hochziehen, Faden durchziehen. Hier sieht man das. Man das erkennen und weiter durch jeden Faden einmal durch. Vorsichtig, dass ihr die Schlaufen nicht verliert. Man kann auch alles mit der Häkelnadel machen. Man braucht nicht unbedingt eine Nadel dafür. So, jetzt sind wir schon über die Hälfte. Sind wir auch gleich durch damit. Und wer nicht stricken kann, kann das mit den Rahmen wunderbar ohne Schwierigkeiten versuchen. Diese Rahmen, die gibt es eigentlich in jedem Bastelladen zu kaufen. So, die letzten drei. Und dann sind wir durch. Super. So. Arm ab zur Seite. Hier seht ihr das. Wir ziehen das Ganze jetzt so zusammen. Da könnt ihr dann noch einen Bommel ranmachen. Ich ziehe von innen den Faden rein. Drehe das Ganze um. Ziehe noch mal ein bisschen fester. Und dann kann ich den Faden noch mal kürzer schneiden. Und werde ihn da nochmal vernähen sozusagen mit der Häkelnadel. Mache ich eine Schlaufe, ziehe das Ganze fest und noch ein paar Mal, damit das einen besseren Halt hat und nicht so schnell wieder aufgeht. So, den Rest schneide ich ab und dann ist eigentlich meine Kindermütze soweit fertig. Ihr seht, das kann ich auch noch mal verarbeiten hier. Das ziehe ich einmal nach innen. Das ist mir eine Babymütze geworden. Da werde ich dann noch einen Bommel ran machen. So, das Stück ist auch ab. So, wunderbar.
habe ich eine schöne Beanie-Mütze für ein kleines Baby. Das kann man noch mal hier so höher wickeln, wenn man will. Dann hat man eine kürzere Mütze. Na, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem, mit den Rahmen. Und wie gesagt, alles mit der Häkelnadel gefertigt.